Hallo, ihr Quirlinge! Ungewöhnliches hat sich zugetragen am Ende der letzten Episode. Da wollten die Helden eigentlich nur vor die Tür treten und wurden Zeuge der Verhaftung von Ezali Bardatto, die die volle Verantwortung für den Mord der Helden an ihrem Konkurrenten Atello Valera übernommen hat. Ich hätte ja fast erwartet, sie reitet mich jetzt rein, aber naja, hat sie nicht gemacht. Und jetzt ist hier wohl die Tochter diejenige, die die Geschäfte der Bardattos führt. Ist das so? Nera? Mutter spricht in höchsten Tönen von dir. Ihr Vertrauen verdient man sich nicht so leicht. Okay. Selbst ohne die Valeras hat meine Familie noch genug Feinde. Ja, jetzt hätte man hier natürlich sehr viel leichter klauen können. Weil hier jetzt nur noch der Priester ist. Ah, wie gut, dass ich der guten Ezali noch den Helm geklaut habe, weil wer weiß, wo die jetzt ist. Naja, geht mal raus. Vielleicht wird sie an die Altstadt verbannt und ich kann sie da retten. Apropos Altstadt. Ich habe in der Altstadt was zu tun. Da ist noch eine Truhe, die ich mittlerweile knacken kann. Und hier am Ankerplatz der Königin will ich jetzt noch ein paar Geschäfte tätigen. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Lösung kaufen für weitere Böller. Und hier hinten bei der Waffenschmiede meines Vertrauens ein bisschen Ramsch verkaufen für die Heldenkasse. Hier, du warst aus Vanika, glaube ich. Genau. Hattest du irgendwas, was ich brauche? Stichwort Lösung? Nee, sowas hast du nicht. Du bist ein Waffenschmiede, du hast sowas nicht. Das ist logisch. Ich kram also ein bisschen Kram vor, den ich im Versteck gebunkert habe. So, das ist es. Auch ein paar Bücher bekommt sie. Die muss ich mir abnehmen, wenn sie den Rest kaufen möchte. 4.372, dann komme ich auf ungefähr 15.000. Das ist schön. Aber reicht noch längst nicht. Und ich habe hier eine außergewöhnliche Donnerbüchse gesehen, die ich mal irgendwo gefunden habe. Da Xoti mittlerweile ja auch mit Donnerbüchsen ganz gut umgehen kann, ist die Frage, ob ich ihr das nicht mal austausche. Denn sie hat im Moment eine gute Arkebuse. Aber die Donnerbüchse macht ja sehr viel weniger Schaden. Und ist jetzt nicht so viel schneller. Nee, vergiss es. Es ist... Thema ist durch. So. Schüttelt die Laterne, Xoti, und dann würde ich einmal noch kurz hier über den Markt gehen wollen, weil ich nicht mehr weiß, ob hier nicht doch jemand Lösung verkauft. Dieser Umhang. Dunkelheit gestählt. Nachts gewährt diese Aura allen Verbündeten in der Nähe einen Bonus auf Heimlichkeitsfähigkeit und Entschlossenheit. Gibt es plus 2 Heimlichkeit? Das ist nicht schlecht. Mal für den Tausender muss man das fast kaufen. Und hier oben, oder hier unten vielmehr, nee. Ich kaufe mir Badruns Umhang. Heißt der Umhang? Deckung heißt der. Danke. Dringilein, falls du schleichen musst, ist das genau dein Ding. Heimlichkeit hast du jetzt gerade wie viel? 6. Und wenn ich das Ding um die Schultern binde, dann hast du 8? Fragezeichen? Nein, 6. Das wäre ja auch irgendwie zu einfach. Arik hat jetzt 4. 4 Heimlichkeit für Arik? Echt? Ist das so? Ach, der Effekt gilt für Arik. Das ist ja auch schlau. Du hast einen Abwehrumhang. Ich erhöhe die Heimlichkeit von Arik, wenn Dringil dieses Ding trägt. Ach so, das ist, Moment mal, das ist für alle, oder? Für alle außer den Träger. So war das, Moment mal. Jetzt habe ich das verstanden. Eder. Eder hat Heimlichkeit. Hast du Heimlichkeit überhaupt irgendwo? 2 und, Xoti 2 und, Ytwin 4. 2, 2, 4. So. Jetzt leg den mal an. Hast ja noch keinen. Ja, hier plus 2. Plus 2.
Schatten. Ah, okay, also die Heimlichkeit aller steigt, außer die des Trägers. Ah ja, gut, warum nicht? In Summe ist das schon okay. Weil durch die Gruppenhilfe, deren Funktionsweise ich jetzt auch endlich mal verstanden habe, ist das sogar besser. Komm mal her. Du hattest irgendwas. Ich kaufe dir ab. 3 Austern, Feuerseetang. Ach, du hast unendlich viele Kuttelfische. Ach so, unendlich viele Schleimale. Okay, das ist ja auch interessant zu wissen. Also Rogen, Feuerseetang, Seetang und Austern. Seetang heißt das. Ich kann hier unendlich viele Kuttelfische und Schleimale kaufen. Das ist irgendwie... Ach, Bankett des Kapitäns. So. Ein luxuriöser Schatz der Meere. Gereicht mit dem Lieblingsgetränk eines Seemanns. Rum. Aha. Krustenschwertfisch. Aber ich Schwertfisch für... sehr positiv vergessliche... Nacht ist dieses Getränk. Da brauche ich Schweinefleisch für. Hier. Silberflosse. Aha. Naja, noch habe ich ja den Segen von der wilden Meere, aber bald, wenn ich mal wieder rasten muss. Jäger. Du hast natürlich auch keinerlei... Ah, du hast die Tonfigur einer Made. Man kann 2 kleine Höhlenmaden beschwören. Jetzt weiß ich auch, was das ist und dass die eigentlich auch durchaus was können. Dann kauf das mal. Danke. Du bist Ytwin. Du kannst das eigentlich mal in die Hand nehmen. Das ist gar nicht so verkehrt. Achso, Handwerk. Böller brauche ich. Sprengstoffe. Funkenkracher. Ich habe 2-mal Lösung. Rahi-Schalen wären auch dann demnächst wieder interessant. Mach mal 6 dieser Dinger. Anfertig. Danke. Jetzt hat Arik die. Die hat immer Arik im Gepäck. Das war auch mein Fehler neulich. Das nicht entdeckt zu haben. Oder dass es mir nicht klar war, dass das so ist. Zack, zack. So. Jetzt habe ich 12 Böller. Kann 12-mal versuchen, irgendwie Drinkiel beim Klauen zu helfen. Apropos Klauen. Hier war doch irgendwo dieser Schiffs... Ach, hier ist Zama, genau. Dringiel. Schleich mal. Ach, hier steht einer. Menschenskinder. Verlier mal deine Kreise. Bei Taschendiebstahl ist er besonders bei denen interessant, die einen Namen haben. Und Zamar hat einen Namen, nämlich den Namen Zamar. Und wenn er das nächste Mal die Plätze tauscht mit diesem Typen da... Dann ist er fällig. Jetzt geht er wieder da runter. Gleich ist er da oben. Ich könnte jetzt hier zwar auch einen Böller verballern, aber es geht... Nein! Dieser Depp. Oh, hat mächtiges Gold. Uhuhu. So, dankeschön. Das hat sich gelohnt. Jawohl. Warst du nicht der mit den Schiffen und so? Sag mal her. Hier gibt es auch einigen Kram. Unendlich. Hier. Also im Moment habe ich eine... Was habe ich eigentlich im Moment? Eine DAO, glaube ich. Mannschaft 5. Ich habe eine DAO, würde ich behaupten. Oder? Was habe ich denn? Nee, eine Schaluppe habe ich. Und die hat... Ein Rumpfzustand von 60. Das plus 5 ist nur durch diesen Bardatto-Rumpf. Aha. Laden. Was habe ich den Laden zugemacht? Scheiße. Halt! Hier geblieben. Schiffe. Wo sind die Schiffe? Hier. Unbeschädigt 50, das ist ja eigentlich was Kleineres als das, was ich habe, richtig? Und die DAO, die ist aber 1 größer, weil sie unbeschädigt 80 hat und nicht nur 60. Minimummannschaft 7. Minimummannschaft 5, das, also die Seefahrer, das ist ungefähr so mein Ding, was ich habe. Okay, wenn ich die nächstgrößere haben will, brauche ich über 30.000. Krass.
Ich bin noch am Überlegen, ob ich mich jetzt so im Let's Play so Stück für Stück nach oben hangele und sage, ich kaufe mir als erstes die Dau und dann die Galeo und dann die Junke. Es kostet ja dann richtig viel Asche. Oder ob ich ganz auf die Größte spare. Weiß ich noch nicht so genau. Und ich weiß auch nicht, wenn man das wechselt, ob man dann was für das alte Schiff bekommt oder ob das schon hier reingerechnet ist in diese Preise. Naja, ist auch müßig jetzt darüber nachzudenken. Ich habe was zu tun in der Altstadt. Da sagt meine schlaue Liste nämlich, dass es da eine Truhe gibt, die doch nicht geplündert ist. Und das sollte ich ändern. Mittlerweile kann Dringil die auch knacken. Und außerdem kann ich dann mal schauen, ob da irgendwo Ezali Bardatto rumsteht. Wer bist denn du? Bist so komisch. Naja, nichts Besonderes. Dann geht mal bitte an die nächste Windrose. Einmal kurz in den Schlund. Mit dem Ankerplatz der Könige bin ich durch. Da fehlt mir jetzt nur noch die Weilianische Handelsgesellschaft und natürlich die ganzen Kopfgeldquesten in der Wilden Meere und auch bei dieser einen Lady, die vor der Weilianischen Handelsgesellschaft steht. Aber erstmal geht's in den Schlund. Und da erstmal nicht in den Altstadtausblick, weil ich glaube, wenn man hier über diese Karte dahin läuft, dann ist immer der Aufzug weg. Das ist total doof. Da ich ja noch einmal kurz hin will, wäre es sehr ungünstig, wenn der Aufzug weg wäre. Und das muss nicht sein. Ich will ja nur einmal kurz rein und eine Kiste knacken und dann wieder raus. Also dahin. Oh, diesen Ort habe ich in meinen Träumen gesehen. Du warst doch hier schon ein paar Mal. So, einmal runter bitte. Nach unten fahren. Jawohl. Und jetzt sagt meine Liste, dass hier diese Kiste wäre. Ich nehme nicht an, dass ich hier Ezali Bardatto finde. Ich glaube nicht. Ich glaube, die wird irgendwo anders festgehalten. Die wird nicht hier runtergeschickt. Das war eine 13er Kiste, meine ich, oder? Liste sagt 10er Kiste nur. Hier. Ach, das ist ja einfach. Darin Babyperle und Azata-Muscheln. Ich kann die Kiste von der Liste streichen. Dann bin ich hier durch. Und da ich jetzt im Schlund bin, würde ich ganz einfach mal mir die Enge nochmal anschauen, weil ich glaube, wenn man durch die Enge navigiert, dann kann man noch ein paar andere Dinge finden als nur Dereos Versteck und die Graberstraße. Und ich bin mal gespannt, was man dann auch so finden kann. Geht mal rein. Mitten in der Nacht ist es. Beste Zeit, um sich in die Enge zu verdrücken. Kommt schon, ein Überfall wäre gar nicht schlecht. Ach so, wartet mal. Bias Haus. Ne, mit dem Ober-Ropahu rede ich erst wieder, wenn ich auch die Nahrungsmittelproblematik gelöst habe. Dann hat er nochmal irgendwas vielleicht für mich. Wie neu heißt er genau? Das verschiebe ich noch. Also eng ist angesagt. Und ansonsten war ich ja jetzt überall richtig. Da oben ist dieser Haufen. Also enge. Speichern. So, enge erkunden. So. Jetzt kann man mal versuchen, oder kann ich ja mal versuchen, mir eine Karte mitzumalen. Das wird schwierig, aber ich probiere es mal. Bisher bin ich immer nach rechts gelaufen. Jetzt gehe ich mal nach links. Dieser Tunnel endet, aber ein anderer zweigt hier ab. Die einzigen Geräusche sind das Knistern von Fackeln und das stegetrige Tropfen von Wasser. Also, Eingang. Kann man links rum. Da ist nix. Und von da aus kann man dann quasi nur rechts rum. Du erreichst eine Tür. Sie ist so massiv wie das Gestein um sie herum und hat weder Knauf noch Klinke.
Auf der anderen Seite herrscht Totenstille. Du klopfst behutsam an die Tür. Und das Geräusch hallt wie in einer weiten, leeren Kammer. Okay. Dann ist hier diese Tür. Okay, zum Ausgang zurückgehen. Mehr gibt's ja hier nicht. Nochmal. Also links oben war es ereignisarm. Dann Enge erkunden. Jetzt wieder rechts rum. So, also rechts kommt man an eine Kreuzung. Und da kann man geradeaus. Oder wieder nach rechts. Wenn ich wieder nach rechts gehe, dann komme ich zu Dereo, glaube ich. Und ich kann aber auch geradeaus gehen. Das habe ich bisher nicht gemacht, glaube ich. Ich gehe mal geradeaus, vorwärts. Zu deiner Linken ist ein verlassener Verkaufsstand mit billigen Schmuckstücken in der Auslage. Und der Weg nach vorn geht nach vorn weiter. Also hier kann man nur geradeaus gehen, wenn man... Also geradeaus heißt dann geradeaus. Untersuchen. Das muss der Wächter machen. Okay, mach's halt. Vor dir ausgelegt siehst du aus Müll gemachten Tannen, Halsketten aus Gräten und Schuhschnallen und mit Glasscherben gemachte Armbänder. Aber der Vorhang flattert, wie von einem Luftzug berührt. Du reißt ihn zur Seite und entdeckst einen geheimen Durchgang. Ach, war das der Weg in die Graberstraße? Ich glaube ja. Ich glaube, das war der Weg in die Graberstraße. Also, dann vorwärts gehen. Das ist neu. Rechts von dir öffnet sich ein Tunnel. Ratten fliehen piepsend, als du dich näherst. Der Weg vor dir schlängelt sich in die Dunkelheit. Man kann rechts und geradeaus gehen. Ich gehe mal geradeaus. Du tastest dich an den Wänden entlang in die Dunkelheit vor. Deine Hände sind von Schleim bedeckt. Du riechst etwas Faules weiter vorne im Tunnel. Der Gestank von Exkrementen und der metallische Geruch von vergossenem Blut. Am Ende des Tunnels findest du eine Leiche, die zusammengesackt an der Wand lehnt. Die Kleider und das Fleisch der Leiche sind von Stichen durchlöchert und ihre Arme und Knie stehen in unnatürlichen Winkeln vom Körper weg. Untersuchen? Das kann auch wieder nur Arik machen. Hrr. Fehlschlag. Du findest eine kurze Notiz in der Tasche des toten Mannes. Notiz lesen. Ulök, das war so ein Piratenkapitän, glaube ich. Nahe des Aufzugs in der Graberstraße wartet eine neue Lieferung für deine Roparu-Freunde auf dich. Oder ist das Ulök? Komm und hol das Essen, bevor es den Gestank der Höhle annimmt. Deine berühmte Kapitänin Morena. PS, sag dem alten Mann einen Gruß von mir. Ich habe einen extra Kuiki für ihn reingelegt. PPS, sag nicht, dass ich nie etwas Nettes mache. Aha, ist das Ulök? Oh, du hast einen Gegenstand erhalten. Notiz des toten Manns. Oh, Jemine, ich glaube, das ist Ulök. Weiter. Umkehren. Also geradeaus war Ulök, glaube ich. Also Arik hat es nicht geschnallt, aber ich glaube, das war Ulök. Und dann hier rechts weg, oder? Nee, links. Moment mal, zum Ausgang zurück. Nochmal neu. Enge erkunden. Ich war unterwegs nach rechts. Dann bin ich geradeaus gelaufen. Dann war hier der Abzweig in die Graberstraße, glaube ich. Dann bin ich hier wieder vorwärts gegangen. Und hier könnte ich noch rechts lang gehen, genau. Ach, das war vorhin genau umgekehrt, weil ich aus der anderen Richtung kam. Ach, das ist kompliziert. Hier nach rechts reingehen. Geradeaus liegt die Leiche.
Der Steinboden ist mit Gräten, Brotkrümeln und Fußabdrücken in allen möglichen Größen und Formen übersät. Stimmen hallen vor dir von oder aus einem Durchgang entgegen. Vorwärts gehen. Der Durchgang führt in eine große Höhle. Unter dir siehst du baufällige Gebäude, zusammengedrängt wie eine Reihe schiefer und kaputter Zähne. Ein Labyrinth an Straßen winden sich zwischen ihnen hindurch. Manche von ihnen sind gerade breit genug, dass zwei Leute nebeneinander gehen können. Und doch sind die engen Straßen und winzigen Plätze voller Leute. Ihre Stimmen steigen mit dem Rauch von hunderten Fackeln zu dir hoch. Was ist das? Ein neuer Schauplatz? Gegend erkunden? Du bahnst dir deinen Weg über die abgetretenen, unebenen Treppen und tauchst in das Gewirr darunter ein. Eine Traube lachender, feilschender und miteinander zankender Huana-Männer, Frauen und Kinder umzingelt dich. In der Menge bemerkst du auch einige fremde Gesichter, Vailianer, Edyraner und sogar ein paar Rawatayaner. Die Luft riecht nach einem Gemisch aus gebratenem Fisch, ungewaschenen Körpern und angesammelten Abfällen. Du stößt auf einen Roparu-Mann und eine Roparu-Frau, die auf einem Hausdach sitzen und die Menge beobachten. Sie reichen eine Pfeife zwischen sich hin und her und reden leise. Er kaut nervös am Ende seiner Pfeife. Mein Nachbar ist vor ein paar Wochen in der Nähe des Gewölbes verschwunden. Sie zuckt mit den Schultern. Dort lauern immer Schmuggler und Piraten. Manche von ihnen werden zu Sklavenhändlern. Und er nickt und nimmt einen Zug. Deswegen bleibe ich von der Graberstraße fern. Viele schlechte Leute dort. Und sie hält ihre Hand für die Pfeife auf. Ekera. Aber sie sind die einzigen, die zahlen. Sie verstummen und rauchen in Ruhe weiter. Weiter erkunden? Diesmal weckt nichts von Bedeutung deine Aufmerksamkeit. Du lässt alles auf dich einwirken und bewegst dich ohne besondere Vorkommnisse durch die Massen. Sind das hier versteckte Proben, die ablaufen? Weiter erkunden? Du findest dich in der Mitte einer von Läden gesäumten Straße wieder. Sie ist voll mit Leuten. Du kannst dich kaum bewegen. Achtung, Taschendiebe! Oh. Ach, ich sag's doch. Aber du weißt, wie Taschendiebe arbeiten. Du behältst deine Hände über deinen Wertsachen. Als ein Passant bei dir anstreift, spürst du, wie eine Hand nach deiner Tasche greift. Du packst das Handgelenk und ziehst den Dieb zu dir. Hihihi, ich hab's doch gerade noch geahnt. Vor dir steht ein kleines Huana-Mädchen. Ihre großen Augen sind mit Schrecken erfüllt. Das Kind einschüchtern. Das Geld des Kindes stehlen. Dem Kind eine bessere Methode beibringen. Sie ist zunächst skeptisch, aber langsam kommt sie wieder näher und beobachtet deine schnellen, geübten Bewegungen. Mit deiner Ermutigung ahmt sie deine geschickten Handbewegungen nach. Sie scheint schnell zu lernen. Sie bedankt sich mit einem verschmitzten Lächeln, dreht sich um und geht. Das Kind verschwindet in der Menge. Weiter. Du läufst an einem geschäftigen Verkaufsstand vorbei, wo ein Mann Düsterbräu in angeschlagenen Schalen verteilt. Ein starkes, nussiges Aroma steigt aus den Dampfschwaden hervor. Du hörst hinter dir ein überraschtes Aufatmen und siehst eine kleine Gruppe, die sich zusammengekauert und schwatzt. Zuhören? Ein Huana-Mann unterdrückt einen Husten. Er reibt seine nackte Brust und verzieht das Gesicht. Was kann ich tun? Den ganzen Tag lang kaue ich blutlos, aber es wird immer noch schlimmer. Sein Freund schüttelt den Kopf. Die Frau von den Dämmerungssternen, sie hat Medizin. Geh und sprich mit ihr, beeil dich. Bevor du mehr hören kannst, drückt sich die Masse weiter die Straße runter. Und erkunden? Nichts. Und erkunden? Dann sind wir die Leute auf dem Dach mit der Pfeife. Und diesmal reden sie aber was anderes. Leuchtenden, also sie kratzt ein Muster in den Kies. Leuchtenden Staub für den Prinzipi-Mann schmuggeln? Besser als rauer Teilkanonen schieben, sage ich. Und er bläst eine lange Rauchschwade durch die Nase. Mein Cousin arbeitet für ihn, sagt, dass er gut und schnell bezahlt. Sie stochert den Dreck unter ihren Fingernägeln hervor. Beste Arbeit im Stund, solange die Mataru und ihre Händlerfreunde nichts davon mitbekommen. Oh. Du stößt an einer Ecke auf zwei Verbrecher, ein Mann und eine Frau, die einen Huana-Mann umzingelt haben. Der Mann hat eine Wampe und einen nervösen Gesichtsausdruck und hat sich so weit in die Ecke verkrochen, wie er konnte. Die Verbrecher gehen auf ihn zu. Es ist ein einfacher Tausch, du gibst uns dein Geld und wir tun dir nicht weh. Was kann ich denn da machen? Bluff. Option 3. Verschwindet oder ich zeige euch, wie der Spindelmann gestorben ist.
Die Verbrecher schauen sich an. Besser kein Risiko eingehen. Sie werfen ihrem vermeintlichen Opfer einen letzten warnenden Blick zu und laufen dann eilig weg. Der Humanermann bedankt sich bei dir und läuft hastig weg. Vielleicht kann ich hier durch solche Aktionen meinen Ruf aufbessern, das kann sein. Du läufst an einem geschäftigen Verkaufsstand vorbei, wo ein Mann Düsterbräu. Okay. Ja. Das ist wieder dieser Getränkestand. Dann wieder diese Pfeife rauchenden beiden Mann und Frau, dieses Pärchen auf dem Dach. Und sie sagt, fand gestern eine halbe Silberflosse im Haufen, noch mit Kopf. Und er, Amiras Winde wehen in deine Richtung, Gigit. Und sie seufzt und hüllt ihren Kopf in Rauch. Hier unten gibt's keine Winde, du musst graben. Die guten Sachen sind immer unter Abfällen vergraben. Ekera, Igit. Weiter. Weiter. Du läufst an einem geschäftigen Verkaufsstand vorbei, wo ein Mann Düsterbräu und so weiter. Ach, das ist ja wieder immer das Gleiche. Was kann hier noch passieren? Okay, ich mach's jetzt noch 10-mal. Einmal, nichts. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, 10-mal. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Wenn 10-mal in Folge nichts passiert, dann ist es wohl alles hier. So, jetzt bin ich wieder an diesem Punkt und... Das war's. Mehr gibt's ja gar nicht, weil den einen Abzweig, den ich nicht gegangen bin, das war der hinter dem Vorhang und das andere, das lief zu Dereo. Also zurück zum Ausgang. Jetzt bin ich gespannt, ob das irgendwas mit dem Ruf gemacht hat. Jetzt habe ich einen Ruf von 3. War da vorher schon genauso? Oh je. Mit dem Schlund habe ich einen Ruf von 1. Moment mal, ich habe einen Ruf von 3. Das sind die Kriminellen der Graberstraße. Statt da nicht immer eine minus 3? Ach so, ja, ich glaube, positive sind mit blauen Dingern versehen. Und diese lilanen Striche heißen, dass es ein negativer Ruf ist nach wie vor. Warum habe ich einen negativen Ruf bei der Handelsgesellschaft? Das verstehe ich nicht. Ah ja, wie dem auch sei. Okay, also ich glaube, den enge Dings da kann ich auch abhaken. Habe ich gemacht. Dann ist hier im Schlund eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ich will aber noch einmal kurz ins Loch. Weil ich dann nochmal schauen will, was die Kollegin anbietet. Und ich glaube, sie kann man auch bestehlen, weil sie einen Namen hat. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Richtig. Auch in der wilden Meere war ich noch nicht klauen. Ymir und Konsorten. Wobei Ymir hat nicht viele Taschen, in die man langen kann. So. Speichern. So, schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Das ist günstig. Fiona, tut mir leid. Kupfer, ah ja. Dann die Köchin hatte einen eigenen Namen. Das könnte interessant sein. Birta. Kupfer. Und dann hatte ich ja im Turm der Beseler an der Heiligen Treppe diesen Schrieb geklaut von Flaune Elette. Und da war ja die Rede von einem Beseler im Obergeschoss. Das schaue ich mir auch gleich nochmal an. Erst nochmal du. Das will ich doch gar nicht hier. Mach deinen Laden auf. Palohin-Nüsse, die nehme ich alle. Das füllt sich immer wieder auf hier. 3 Bier, 4 Grog, 10 Ale, 10 Rum. So, das reicht. Handeln. Ja, und das ist dann wohl keiner mehr, der irgendwie besonders ist. Xaurips. Ladenloser Imp. Nee, Seduzo ist weg. Oben könnte was sein. In diesem Beseler-Haus. Oh, wer bist denn du? Vitrak. Der Schwindelmann ist weg, das weißt du, oder? Ja. Geht mal hoch.
Und hier, in diesem Zimmer, ist da jemand? Jetzt, wo ich die Notiz gelesen habe, nein, da ist niemand. Hier sieht es aber auch aus wie Sau. Erstaunlich. Okay. Du pennst da bloß. Oron ist weg, hier ist niemand mehr. Okay, dann würde ich jetzt als nächstes die Graberstraße ansteuern, weil ich ja diese Böller habe und mit diesen Böllern sollte es mir möglich sein, die paar Läden in der Graberstraße noch auszunehmen, wo noch was zu klauen war. Oh, ich bin falsch gelaufen, scheiße. Nehme das mal als Zeichen. Ich mache hier mal Schluss mit dem Video und werde die Helden mal in die Graberstraße bewegen. Und am Eingang der Graberstraße geht es dann weiter im nächsten Teil. Bis dahin!